Ist es nicht schön, wie der Käse zu brutzeln beginnt? Genießen Sie diesen Moment, aber behalten Sie ein Auge auf Ihrem Raclette-Käse. Denn Sie entscheiden, wie das Raclette werden soll. Leicht und cremig geschmolzen oder stark gegrillt mit Röstaromen? Sie haben es in der Hand. Regulieren Sie einfach den Abstand zwischen Käse und Heizkörper ganz nach Belieben. Danke, Manfred. Bis zum nächsten Mal.